Vor einiger Zeit habe ich für einen Kollegen einen Beistelltisch gebaut aus einer Baumscheibe und solchen Beinen. Das ging ratzfatz, war auch gar nicht so aufwendig. Man muss nur gucken, dass man auch die richtige Baumscheibe bekommt in der richtigen Größe. Aber diesmal habe ich mir was ganz anderes überlegt. Denn diesmal nehme ich keine Baumscheibe, sondern Multiplex. Warum? Das werden wir natürlich in den folgenden Minuten sehen. Ich fange jetzt erstmal an mit dem Zuschnitt und dann erkläre ich euch währenddessen, worauf ihr am besten achten solltet. Die Tischplatte, die mache ich jetzt so circa 3 cm dick. Und dafür werde ich mir jetzt ein paar Streifen zuschneiden. So, einmal eingestellt, komplett durchsägen, alle Streifen und dann können wir nämlich das Ganze verleimen.26 Streifen habe ich jetzt zugeschnitten, 10, 10, 6. Ja, so eine Breite von 390 mm. Das Material ist ja 15 mm dick. Und da gucken wir jetzt mal, ob wir hier schlechte Kanten haben. Das sind solche Löcher, die wir in dem Material drin haben. Wenn wir jetzt das Ganze umdrehen, sehen wir hier, haben wir mehr Löcher. Das heißt, das lassen wir so. Und dann suche ich mir wirklich die schönere Kante, die sauberere Kante aus und werde die dann nach oben drehen. Hier geht es wirklich nicht um die Oberfläche der Platte, sondern tatsächlich um die Kante. Das wäre jetzt unsere Platte. Die werden wir verleimen. Allerdings nicht so, wie sie jetzt gerade ist, sondern versetzt. Wir werden jetzt hier einen 45-Grad-Winkel anzeichnen und dann das Ganze versetzt verleimen. Nehmen wir uns mal einen Winkel, 45 Grad. Das ist natürlich nicht groß genug. Das ist leider nicht groß genug. Und schieben unsere Streifen dann jeweils so dran, dass wir wenig Verschnitt haben. Ich habe durchgehend eine Linie gezogen auf 45 Grad. Da mein Winkel jetzt nicht so groß war, habe ich einfach nur zwei Pakete gemacht. Also einmal eins und dann das nächste und dann einfach dran halten nachher. Lege ich mir jetzt erstmal wieder gerade hin, packe meine Zwingen aus und dann kommt die Sauerei. Da müsst ihr wirklich sehr, sehr schnell reagieren, weil gerade jetzt bei den Temperaturen ist das sehr problematisch, muss ich sagen. Thank you.
ausreichend Druck haben wir auf jeden Fall drauf. Ich hoffe nur, dass wirklich überall auch der Leim packt und haftet und dicht ist. Die Oberfläche wird sowieso nachher noch abgeschliffen. Und wenn wir ein paar Unebenheiten haben, können wir da auch vielleicht mit dem Hobel drüber. Ich bin mir noch nicht sicher, aber das kriegen wir, naja, hoffentlich irgendwie hin. So, nach einer schönen kalten Dusche bin ich wieder zurück in der Werkstatt. Das sind jetzt circa 40 Minuten vergangen. Und jetzt können wir nämlich das Paket hier erstmal wegnehmen. Nehmen wir unsere Führungsschiene, legen unseren Winkel nochmal an und gucken, dass das Ganze die 45 Grad hat. Weil die Linie, die stimmt jetzt nicht 100%, denn die Streifen, die haben sich jetzt natürlich beim Verleimen etwas bewegt. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Wie gesagt, wir nehmen jetzt einfach unsere Führungsschiene, setzen das an den Winkel an. 45 Grad. Passt. So wie es zugesägt wurde, habe ich das jetzt hingelegt und werde jeden zweiten Streifen einmal umdrehen. Einmal den hier, zack, zack. Ein Muster drin, was ziemlich cool aussieht. Man könnte jetzt hingehen, das Ganze verleimen und dann wäre man schon fast fertig. Oder man sägt das Ganze noch einmal durch und verleimt das nochmal. Ich werde das aber so lassen, ich werde da jetzt nichts riskieren. Das Muster gefällt mir auch so. Werde das, wie gesagt, erstmal verleimen und dann können wir das Ganze zusägen. Auch jetzt heißt es ratzfatz, schnell arbeiten. Nicht zu lange warten. Andersrum. Andersrum. Thank you.
Hier haben wir jetzt ein bisschen Schleifstaub und Epoxidharz. Dann werden wir das mal miteinander vermischen. Es muss jetzt nicht viel sein. Jetzt sind wirklich nur 2, 3, 4 kleine Löcher, die wir zumachen müssen. Mit einem spitzen Gegenstand werde ich mir die Stellen markieren, minimal reindrücken. Vorsichtig, nicht durchbohren. Dann haben wir hier noch Gummifüße, die wir hier dran machen, damit das Ganze nicht wegrutscht. Ihr kennt mich ja, ich gehe ja auch manchmal kritisch mit meinen eigenen Projekten um und sage euch dann auch, was mir nicht gefällt oder was man besser machen könnte. In dem Fall, muss ich ehrlich zugeben, finde ich nichts, wo ich irgendetwas kritisieren würde, außer ihr hättet da was, aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich bin mit dem heutigen Projekt wirklich sehr, sehr zufrieden. Es ist einfach nur die Platte gewesen, die ich heute gebaut habe. Die Beine, die habe ich ja gekauft. Dazu packe ich euch den Link auch in die Videobeschreibung. Die gibt es in verschiedenen Größen. Aber ich finde trotzdem die Kombination, ja, schwarzes Metall plus das schöne Holz oder Multiplex, sieht einfach genial aus. Leute, ich danke fürs Zuschauen. Es ist hier aktuell 32 Grad. Ich bin am Verdursten. Ich gehe jetzt erstmal was Kaltes trinken. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.